Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen. Wunderschönen Morgen oben an Herliberg. Ich glaube, die Leute, die die Sendung kennen, die wissen auch ein bisschen, was hinten dran ist. Aber heute ist wirklich ein strahlender Tag, oder? Ja, wunderbar. Überhaupt ist das ein wunderbarer Frühling. Also das ist ja jeden Tag so eine Pracht. Jetzt sieht man da hinten wieder die Berner Oberländer. Das ist ja wunderbar. Also von links vom Finsteraun, der höchste Berner, oder? Bis über zu der Jungfrau. Ah, das ist die Erderwärmung, oder? Das regnet gar nicht mehr. Ja, ja, da kann man nur hoffen, dass sie so kommt. Das ist ja wunderbar. Die Panik, da, weißt du, aber es ist natürlich nicht die Erderwärmung. Das ist ein dummes Zeug. Das hat es immer gegeben. Ein schöner Frühling und wieder ein nasser und ein kalter. Wenn es kalt ist, schwiegen wieder alle oder sagen, es ist vorbei. Also, der Mensch hat das Gefühl, er müsse das Klima auf der Welt auch noch verändern. Also, wir sind oben an Herliberg hineintreiben, sieht man schön, kann man noch sagen, Rigi und Berner Alpen, das haben wir schon einige Mal diskutiert. Schauen wir mal ein bisschen zurück, ganz interessante Woche für Sie, die Bücher lesen, gibt es auch in der heutigen technologischen Zeit immer noch. Es kommen wieder zwei Biografien über Sie raus, das ist ja eigentlich wahnsinnig. Haben Sie die schon gelesen? Nein, also die eine habe ich, das ist ein ursprünglicher Lizenziat, Abend von einem Studenten und der hat mir sie gegeben zu Blocher lesen. Blocher und die Schweiz ist der Titel? Nein, das ging noch. Blochers Schweiz. Das erste Reaktion und ich kann nicht gesagt, da sieht man ja, in welcher Stufe die Wissenschaft steht. Das kann doch kein wissenschaftlicher Titel sein. Also wenn ich etwas nicht habe, ist es die Schweiz. Ich habe eine Überzeugung und so weiter, aber Blochers Schweiz ist so ein süffiger Titel. Und jetzt hat er sie rausgebracht bei der NZZ. Auch, ja. Und da steht natürlich unten dran noch Gesinnung, dann Mythen, also alles so geistige Konstrukt für eine wissenschaftliche Arbeit. Ein bisschen komisch, aber das passt noch in die Geisteswissenschaften nie. Vor allem in die Sozialwissenschaften. Bei diesen Sozialwissenschaften, ich weiß gar nicht, oder ich habe immer das Gefühl, das sind gar keine rechten Wissenschaften. Die tun nämlich nicht untersuchen, wie es wirklich ist, sondern die gehen von so Thesen aus und bleiben dann auch bei diesen Thesen. Und selbstverständlich gibt es so eine Arbeit. Also er meint, ich sei quasi das Produkt von der geistigen Landesverteidigung. Also da ist der Rüdli-Geist, ja. Jawohl, ja. Aber das sind Sie natürlich auch ein bisschen, oder? Sie sind ja auch ein bisschen prägt, alle von dem. Ja, das weiss ich nicht. Die ewige Untersuchung, von was ist man eigentlich prägt? Ich habe es jetzt hier in einem Artikel geschrieben, also nicht gross weltbewegend für das Tagesanzeigen-Magazin. Das kommt dann am 19. April. Kommt dann das. Ich gehe nicht immer dieser Frage nach, woher habe ich das? Das bleibt ein Rätsel. Auch der Film, L'Expérience Blocher von Brand, der hat ja immer schauen, woher hat er das? Das findet man wahrscheinlich gar nicht raus. Wir wissen gar nicht recht, warum wir so sind. Woher habe ich das? Vielleicht hat es da Erlebnis von der Mutter und vom Vater her, wo wir Kinder sind, die einen viel mehr geprägt haben als irgendeine akademische Schrift oder eine geistige Bewegung. 68, das sind ja alles Pubertätsbewegungen gewesen. Aber Sie sind ja dort an der Uni gewesen. Haben Sie gesehen? Hat es ja vielleicht Ihnen eine Gegenreaktion gegeben? Also ja, natürlich. Ich habe gesagt, wir wollen studieren. Wir wollen nicht, dass ihr da könnt eure Pubertät abreagieren könnt aus den guten, reichen Häusern raus. Und sie haben ja dann gewählt, dass die Studentenschaft eine politische Partei wird quasi. Dass die politisch Stellung nehmen auf der Welt. Das haben wir dann können verhindern. Also, dass man gesagt hat, die Studentenorganisationen, die sind da für die Universität. Und wer will politisieren, soll in der Partei oder sonst nehmen sie. Also der Autor, der Herr Zaug, hat ja auch alte Artikel von Ihnen gefunden, glaube bis in die 60er Jahre. Ja, er hat also viel Material zusammengetragen. Es ist interessant. Ich habe gar nicht mehr gewusst, was ich da alles geschrieben und geredet habe. Die Religion spielt auch eine wichtige Rolle. Ja, das ist eigentlich das lustigste Kapitel. Ja, irgendwo habe ich gelesen, ich habe das Buch noch nicht gelesen, es ist glaube ich auch noch nicht druckfertig, aber irgendwo habe ich gelesen, dass jemand eben gesagt hat, der Mann stösse vor der Frau, oder? Ja, also ich habe nicht so, das habe ich nicht so gesagt. Ich habe mal ein paar sehr provokative Artikel geschrieben im Heft Reformatio, theologische. Wann ist das ungefähr? Ja, in den 80er Jahren. Mich hat der dortzmalige Professor Kegi, ein Naturrechtler, Völkerrechtler, also für mich immer eher suspekt. Ich bin ja von der ganz anderen Seite gekommen,
von der Schule vom Positivrechter Neff, das war ja mein Tochtervater, dann, der hat gesagt, hören Sie, wir haben ein Heft, die Reformatio. Und da innen braucht es einfach auch Stimmen. Da haben also die Leute geschrieben, wie der Georg Dürer, der Kurt Marti, der also gegründet hat es der Pfarrer Vogelsanger, der von der Stadtzürcher Pfarrer da. Und jetzt sollten sie auch mal etwas pointiert schreiben. Dann habe ich das gemacht und dann habe ich einfach die Frage gestellt, was macht ihr denn da mit dem biblischen Satz da? Der Mann ist das Haupt der Frau. Was ist denn da los? Wo steht der? Ja, ich kann jetzt nicht sagen, auswendig, wo steht das in der Bibel. Ich weiß nicht mehr, in welchem Evangelium. Oder in welchem. Es ist, glaube ich, vom Paulus. Es ist, glaube ich, in einem von diesen Briefen. Ich kann es nicht sicher sagen. Und hat das gebracht, oder? Ich dachte, das gibt eine Stellungnahme, weil das ist ja absolut abwegig. Finden Sie auch, oder? Habe ich gesagt, das ist nur. Mit dem Satz wird man noch nicht fertig, weil man den zweiten Teil auch nicht liest. Das ist meistens so. Es heisst nämlich, so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und dann habe ich gesagt, dann verschrecke ich. Dann wäre ich auch lieber, dann begreife ich, dass ich nicht das Haupt der Frau sein will. Christus hätte müssen das Kreuz für seine Gemeinde gestorben. Also wenn das heisst, du Mann, pass denn auf. Du bist verantwortlich für deine Frau, aber so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, wenn es dir nicht recht ist, du musst dann können bereit sein, auch so viel auf der Erde, dass du gekreuzigt wirst. Und dann wird es nicht mehr gerade so lustig. Und dann habe ich gedacht, jetzt kommt eine geballte Ladung, die das theologisch auseinandernimmt. Nichts ist gekommen. Also, aber ich habe dann auch wieder aufgehört. Also 30 Jahre später kommt es jetzt, jawohl, in ein Buch, ja, vom Herrn Zaug, eben, Blochers. Schweiz ist der offizielle Titel. Das zweite Buch ist auch noch interessant. Der Helmut Hubacher, sage jetzt mal Ihren Gegenspieler, so in den 70er Jahren im Nationalrat, hat auch noch ein Buch geschrieben über, ja, Sie. Das habe ich das erste Mal gehört jetzt und gelesen, dass der jetzt im Juni auch noch eins rausbringt. Der gar nicht kriegt Ihnen, oder? Nein, aber der muss, also der, dem nehme ich jetzt das nicht so übel. Der kennt mich natürlich sehr gut. Mit dem habe ich, das war ein politischer Konterpart. Wir haben viele heftige und hitzige Diskussionen gehabt, aber auch, ich habe zum Beispiel, wo wir das Kernkraftwerk Kaiserau eliminiert haben, wollte ich zuerst mit ihm zusammengehen. Und das hätte er dann nicht können. Er hat gesagt, ich werde noch gut erinnern, als er bei mir im Büro war. Hat er gesagt, das war etwa 88, dort rum, ja, oder? Ja, hat er gesagt, nein, also nein, noch früher, noch 86. Mhm. Ja. Und er hat da gesagt, hören Sie, das kann ich nicht. Da haben wir noch den Nationalrätenamt per se gesagt, ich bin heute noch per se mit ihm. Und zwar wegen dem, das würde meine Genossen nicht verstehen, wenn ich mit ihnen das Kernkraftwerk Kaiserau erledige. Und dann habe ich gesagt, gut, wir haben abgemacht, das Gespräch bleibt unter uns. Es hat niemand gewusst, dass das ist, außer der. Und er hat geschwiegen. Also er war auch verlässlich gewesen. Aber es war natürlich ein Konterpart gewesen. Wir hatten eine Gemeinsamkeit gehabt. Wir haben beide Tubakpfeifen geraucht. Früher hat man am Fernsehen noch geraucht während der Diskussionen. Und dann haben wir einen Brief bekommen, wir wählen nur Nichtraucher. Und dann habe ich gesagt, das macht, ja, das ist mir gleich, dann könnt ihr auch den Hubacher nicht wählen. Jetzt ist ja, glaube ich, aber Kolumnist bei Ihnen, also in der Basler Zeitung. Ja, also nicht bei mir, bei der Basler Zeitung, aber der Herr Somm hat dann als Kolumnist, ja, ich bin auch froh. Die Basler Zeitung ist eben eine gute Zeitung, wo eben immer auch andere Meinungen zum Ausdruck kommen. Aber sie hat keine Linie wegen dem, sondern die lässt die zu. Da noch andere Sozialdemokraten, die schreiben, regelmäßig. Und das ist eine hervorragende Zeitung. Also gleich nochmal auf das Buch zurückkommen, das wir auch noch nicht kennen, das Sie nicht kennen, das ich nicht, ja, gelesen habe. Ja, kenne ich auch nicht. Ja. Ja. Aber scheinbar ist eine These, und die ist ja gleich noch interessant, wo er sagt, die Sozialdemokraten lösen sich zu fest von innen programmieren. Also wenn sie ansagen, müssen die anderen fast B sagen. Ja, das ist ja interessant. Also das Buch, das er rausbringt, das ist weniger ein Buch über mich als über die Sozialdemokraten.
Weil er findet, das ist falsch. Also ich habe es nicht gesehen. Ich habe es erst mal erfahren, jetzt gestern, dass er das bringt. Aber so von der Beschreibung her setzt er sich auseinander mit meinen Gegnern, also den Sozialdemokraten, und sagt, der hat viel zu fest auf den Blocher fixiert. Und er sagt dem Blocher, wenn ihr nicht so würdet reagieren, würde er eigentlich gar nicht auffallen. Aber das habe ich im Leben jetzt manchmal erlebt. Einmal sagen sie, der Blocher, da schweigen, nichts machen. Jetzt haben sie sich ein bisschen bei der SP. Keine Schicke, der mit dem diskutiert. Dann habe ich natürlich freien Auslauf. Dann kann ich reden, wenn ich will, oder? Dann sagen sie nach einer Zeit wieder, dem begegnet ja niemand. Wenn dem niemand begegnet, dann kommt er zu viel Auslauf, dann gehen sie wieder auf und los in die Auseinandersetzung und dann sagen sie, ja, da kommt ja viel zu viel Gewicht. Also, das sind alles so blöde, taktische Sachen. Ich meine, ich vertrete eine Haltung, die stark von der Wirklichkeit, vom Leben geprägt ist und sage, das ist richtig und vor allem, was die Schweiz ist, wollte ich, dass die Schweiz die Stärken, die sie hat, erhaltet. Ob jetzt da ein Sozialdemokrat ist, der darüber redet oder nicht, sie machen das Falsche. Also, das interessiert mich eigentlich nicht, was er da schreibt, der Sozialdemokrat. Und er geht davon aus, also immer, da wo ich bis jetzt gelesen habe, er sagt, der Blocher braucht starke Gegner, da lebt er auf. Mhm. Ah ja, gut, also. Aber interessant ist noch ganz zum Abschluss zwei Punkte. Der erste Punkt ist eigentlich der, wenn man gesagt hat, eben nach der Abwahl 2007, Sie sagen jetzt politisch tot, das hat sich überholt. Der Bundesrat spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Also, auch wenn man Kommentar liest zu den Büchern, steht nicht der Altbundesrat, sondern es ist wieder die Figur. Also das habe ich ja immer gesagt, ihr werdet sehen, die Abwahl im Bundesrat wird in meinem Leben eine Episode sein. Es ist auch nicht mehr und es ist bereits eine. Eben, von dem redet eigentlich... Ja, schauen Sie, das ist wie... Wie der Churchill, ich muss immer das Beispiel bringen, wenn einer vom Churchill heute redet und seine Leistungen, steht doch nicht im Mittelpunkt, dass der nach dem Krieg abgewählt worden ist als Ministerpräsident in Dings, in England. Ja. Der hat die Wahlen verloren. Aber das ist nebenbei ist das auch noch etwas. Und so muss das sein. Für einen, der natürlich das ganze Leben auf dem Bundesrat gearbeitet hat und dann nachher abgewählt worden ist. Ja, bei Elisabeth Kopp. Ja, denkt man natürlich immer an Sturzfeuer. Ja, natürlich. Das ist aber auch ihres Leben hat da drin bestanden, oder? Das ist bei mir nie so gewesen. Und ist auch nie, ist in meiner politischen Tätigkeit ein Stück gewesen, wo ich heute immer noch nicht weiss, ob es eigentlich richtig ist, dass ich in dem Bundesrat bin. Weil ich habe natürlich auch viel Einflusskraft aussen dran verloren. Und heute merke ich, es ist gut, bin ich nicht drin. Also den Abstimmungskampf hätte ich nie können führen können. Also für Masseninitiative, ja. Im Februar. Ich hätte im 92 natürlich den Ehewehrkampf nicht können führen. Ich habe ihn, wo ich drin war, den Kampf nicht können führen gegen Schengen. Ich musste ja sogar müssen sagen, man muss dafür sein, weil ich im Bundesrat das Kollegium. Probieren wir es, oder? Ja, oder wagen wir es. Oder, ja, wohl irgendeinen Spruch müssen sagen, die inneren Verleumdungen, die das mitbringt, die ja nicht müsste sein, aber also machen wir es halt so. Also, das ist richtig. Aber es wird auch viel zu viel geschrieben über mich. Also, die Person wird im Mittelpunkt gestellt und sie nehmen immer eine Nebenbeschäftigung von mir. Eben, Politik, das ist ja interessant, ja, da habe ich auch gerade kommen. Ja. Politik war doch nie meine Hauptbeschäftigung. Mhm. Ich bin ein Milizpolitiker par excellence. Meine Hauptbeschäftigung war immer im Unternehmen, fürs Unternehmerische. Das sind ja die verrückten Sachen. Hinterher betrachtet die verrückten Sachen, die ich gemacht habe. Die lassen sie weg, weil sie natürlich alles Akademiker sind und nicht Ökonomen. Also, Ökonomen können ja auch Akademiker sein. Also, sie kommen von einer ganz anderen Richtung her und darum müssen sie das eigentlich ausklammern. Aber es ist ja gleich noch interessant, jetzt der Herr Zaug, es ist immer schwierig, über etwas zu lesen, was man noch nicht gelesen hat. Aber wenn er sich jetzt irgendwie auf die geistige Landesverteidigung so weit zurück, oder? Wir wissen die meisten Leute gar nicht.
Sie werden ja auch in ein Bild eingestellt, irgendwie, wo er von einer Vergangenheit prägt, ist eben Rüütligeist und so. Dabei, als Unternehmer sind Sie ja immer an vorderster Front gewesen. Also Sie haben ja, glaube ich, den Airbag eingeführt und sehr innovativ. Ja, und ich stört Sie das manchmal ein bisschen? Ich bin natürlich der Parlamentarier, der am meisten auf der Welt war, von allen anderen. Ich habe China gekannt, wo es aufgegangen ist. Nach dem Top vom Mao. Jawohl, ich habe 117 große Fabriken gebaut in China. Wir haben eine Umstellung gemacht in der Faserindustrie, also die Textilkrisenumstellung. EMS ist das einzige überlebende Synthesefaserunternehmen von Europa. Höchst. Der grösste Chemiekonzern der Welt hat. Gibt es nicht mehr. Weil die ein ganz anderes Konzept gemacht haben und so weiter. Das sind alles Sachen, die die ausklammert haben. Dabei bin ich natürlich viel mehr geprägt von dem. Oder der Bezug zu der Wirklichkeit, das kommt bei mir von meiner beruflichen Tätigkeit. Zuerst als Bauer, da stehst du natürlich mit beiden Beinen vom Boden, musst von morgen bis zum Abend schauen, wie ist das eigentlich mit den Tieren, wie ist das mit der Natur, wie ist das mit dem Niederschlag, wie ist das mit den Pflanzen. Eben, Bauern freuen sich jetzt über das Wetter, oder? Ja, und die würden gerne wieder mal Regen, oder? Ja, also jetzt hat es ja wieder einen Tag Regen gehabt, das ist ja wunderbar. Aber es ist ein früher Frühling, es ist eigentlich nichts anderes. Haben wir alles auch schon gehabt, aber einmal ist es halb früh und einmal Sport. Dann nachher in der Industrie, in der Wirtschaft ist doch die Haupttätigkeit immer schauen, wie sind die Märkte, wie sind die Entwicklungen, wo geht etwas auf, China, jetzt sind eine arme Volkswirtschaft, was braucht die und so weiter. Und wenn ich die Schweiz anschaue und Europa anschaue, bin ich zum Schluss gekommen, die passen nicht zusammen, oder wir verlieren in der Schweiz unsere Hauptstärke. Und zwar wirtschaftlich und freiheitlich. Und für das kämpfe ich jetzt seit 20 Jahren, wo ich merke zu Bern, dass die so nach einer Illusion nachlaufen. Aber da brauche ich nicht eine geistige Landesverteidigung aus den 40er und den 50er Jahren, oder aus den 30er Jahren sogar. Das hat ja schon Ende der 30er Jahre angefangen. Das ist eine Bewegung, die man noch verstehen kann aus der Zeit raus. Das ist auch so ungerecht von diesen blasierten Akademikern, die sagen, ja, das ist eine geistige Landesverteidigung. Das war eine Abwehr im Zweiten Weltkrieg. Ich habe den Zweiten Weltkrieg als kleiner Bub erlebt. Wir waren ja an der Grenze. Und da einfach sagen... Bombardierung Schaffhausen. Ja, bin ich dabei gewesen, oder? Wo im Keller runtergerannt. Es hat Wehen gegeben an selben Tag, weiss ich heute noch. Und die Dinge haben gesagt, die Eltern, Geschwister, lassen die Wehen dort. Und ich habe unbedingt die Wehen im Teller mitnehmen. Die Typen haben kleiner reagiert, oder? Und das Beschreiben auch vom Vater, was das heisst. Da einen am Rhein, da findet jetzt das Böse statt. Hat der uns natürlich als Pfarrer gesagt, das ist ja furchtbar, was da die hitlerische Theorie da macht. Und dann, das muss bekämpft werden, darum haben wir die Armee. Und die Schweiz hat die Armee zum Schützen, damit das da nicht auch noch passiert. Da komme ich ein Verhältnis über zur Armee, da brauche ich nicht einen geistigen Landesverteidiger. Und er hat gesagt, das hat mir mein Vater grossartig gemacht, er hat uns immer gesagt, die Armee ist ein grossartiges Instrument, um das Richtige zu verteidigen. Für die Schweiz ist es ja nur Verteidigung. Oder was die Amerikaner und die Engländer gemacht haben während dem Zweiten Weltkrieg und die Russen auch, den Nationalsozialismus bekämpfen. Und kaum war der Krieg fertig gewesen. Jetzt wollen wir den Deutschen helfen. Bart hat gesagt, helft den Hitlerjungen. Oder? In seiner Art. Und unser Vater und mir. Ich habe doch erlebt, wie die Kinder in die Schweiz gekommen sind. Die ausgehungerten deutschen Kinder in Lastwagen, die umgebaut worden sind, zu Gar, hat man die gebracht, am Sonntag in die Familie verteilt, zum zu essen gehen. Das ist der Marshallplan im Kleinen. Das sind Bezugspunkte. Da wenn wir einen geistigen Vater suchen, der da hinten dran hat etwas geschrieben ist, weil ich den Georg Dürer kennt habe und der Karl Schmid in die Vorlesung bin. Vielleicht hat das auch etwas geholfen, aber eben die Wirklichkeit. Und das ist, wenn Sie denn das lesen, die Arbeit vom Zaug, der knagt an dem Begriff Wirklichkeit am Knochen und kommt einfach nicht weiter. Gut, das Buch hat er jetzt angebracht. Ja.
Wie? Ein Buch hat er jetzt angebracht. Ja, ja, gut, das ist ein Buch drin. Also wenn ich da ein Buch geschenkt bekomme, das ist ja wahnsinnig. Aber schon recht, also es ist eine interessante Arbeit und ist ja noch ein Student und ein Junge, das ist ja auch noch. Aber eben die Wirklichkeit. Und das merkt er, der Zaug, muss ich sagen, das merkt er auch beim Schreiben. Merkt man gut, am Vorort da merkt man es und am Schlusswort. Ja. Jetzt noch eine Frage. Im Internet sind ja die Bücher auch schon virtuell diskutiert worden. Und im Tagesanzeiger Online hat man gelesen, ja, es könnte ja sein, der Blocher ist vielleicht sogar ein Intellektueller. Haben Sie sich einmal als Intellektueller gespürt oder gefühlt? Ich weiss, also ein Intellektueller ist einer, wo der Intellekt, also das Hirn benutzt, ja, eine größere Bedeutung hat als der Bauch. Ja, ja, oder der Hände, Bauch, ja, oder Bauchentscheide, ja, oder Intellekt. Ich weiss es auch nicht, wo ich mich einzorn habe. Das ist sicher, dass ich sehr ein intuitiver Mensch bin. Also Führungsentscheid auch in einer Firma habe ich intuitiv getroffen, aber nicht, indem ich das Intellektuelle ausgeschaltet habe. Und der Kurt Marti musste sich rechtfertigen, warum ich in die Reformation geschrieben habe. Also der Schriftsteller, ja, und hat er gesagt, ich sei schon damals einer der wenigen Intellektuellen in der Schweizerischen Volkspartei. Ich habe das nie gewusst, aber ist mir auch gleich. Heute sie wie katalogisiert wird, ist ja nicht so wichtig. Über den anderen Intellektuellen in der Volkspartei, über den Herrn Mörgeli, reden wir in der nächsten Sendung. Und die ist die nächste Woche. Jawohl, ja. Unsere traditionelle Ostersendung, wie heisst der Spruch, Amig? Wo Max gesagt hat. Keine Angst, es geht auf Ostern. Keine Angst, es geht auf Ostern zu. Also, wir sehen uns wieder nächste Woche. Keine Angst, es geht auf Ostern zu. Es geht wirklich auf Ostern zu. Wir reden dann über die ganze Mörgeli-Affäre, über die Grippen und alle Sachen, die sich auch noch ein bisschen aufgestaut haben in diesen Tagen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und bis dann.